So, hallo, guten Morgen. Oh, es sieht doch ganz gut aus so. Ja, jetzt warte ich noch ein bisschen, bis alle eingetrudelt sind. Genau. Ja, heute ist der letzte Tag von 2020. Hi, hi. Wir haben es geschafft. Wieder ein Jahr durch. Es ist viel passiert. Es ist wahnsinnig viel passiert. Es ist wirklich der Hammer. Wer hätte das gedacht, oder? Wer hätte wirklich das gedacht, dass sowas mal passiert? Keiner hätte das gedacht. Oder, naja, es gibt ja einige Stimmen, einige Prophezeiungen. Hi, hi, guten Morgen. Genügend Prophezeiungen, die uns das vorausgesagt haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Und, aber was wir uns vorstellen können, was wir uns wirklich vorstellen können, das ist in uns. Unsere Vorstellungskraft, über die entscheiden wir. Ja? Überleg dir mal, irgendjemand hätte dir 2019 gesagt, wie ein Reading gegeben über 2020, was du in diesem Jahr alles erlebt hast. Stell dir mal vor, letztes Jahr hättest du ein sogenanntes Psychic Reading bekommen für dich, was alles in 2020, was alles in diesem Jahr auf dich zukommt. Stell dir mal vor, irgendjemand hätte dir haar- und punktgenau eine Story, deine 2020 Story im letzten Jahr schon erzählt. Stell dir das mal vor, ja, du sitzt da, stell dir vor, du bist im 2019 im Sommer und bekommst dieses Reading für dich für 2020 mit exakt der Story, die du erlebt hast in diesem Jahr. Wie hättest du reagiert? Schreib mal was rein in die Kommentare. Stell dir das mal vor. 2019 offenbart dir jemand, was 2020 auf dich zukommt. Versetz dich in diese Lage, dass du irgendwo gemütlich sitzt und dieses Reading bekommst und diese Story, die du erlebt hast, die du jetzt tatsächlich erlebt hast, in diesem 2020, wird dir vorab erzählt. Wie hättest du reagiert? Was wäre in deinem Kopf vorgegangen? Glaube ich nicht. Unmöglich. Niemals würde das geschehen. Genau. Du hättest dieses Medium oder diese Kartenlegerin oder diese Vorhersagerin oder den Vorhersager, dem hättest du gesagt, dem spinnt's ja total. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich glaube, keiner hätte das geglaubt. Keiner hätte das geglaubt, keiner hätte so einem Reading, so einem Future Telling, so einer Vorhersage geglaubt. Ich so oft schon gehört, nicht eingetreten. Ja, genau. Abgesehen von Corona wäre nicht denkbar, hätte ich auch nicht geglaubt, meine Ausbildung angefangen und abgeschlossen zu haben. Ja, und Corona hättest du wahrscheinlich schon gleich gar nicht geglaubt, oder? Und wenn dir einer gesagt hat, dass es Corona ist, du Corona geglaubt hättest, dann hättest du nicht geglaubt, dass du in einem Jahr wie Corona dann auch noch eine Ausbildung anfängst und abschließt. Und das ist genau
der Punkt, auf den ich hier verweisen möchte. 24 Kilo abgenommen und nach Krankheit gesünder denn je. Genau, das, diese Story, wenn du die gehört hättest, dass die, wenn du im 2019 gehört hättest, dass das alles für dich möglich ist, dass das alles passiert, sei es das Gute, sei es das Schlechte, du hättest es nicht geglaubt. Du wärst wahrscheinlich aus diesem Reading rausgegangen und hättest gedacht, was soll das? Geldverschwendung? Warum bin ich überhaupt dahin gegangen? Das ist ja völlig utopisch. Und worum es geht heute, um diese Psychic Readings, um diese Vorhersagen und welche Vorhersagen für dich stimmen und welche Vorhersagen für dich eintreten, woran liegt das? Welche Vorhersagen können für dich stimmig sein? Wisst ihr oder weißt du, wie viele Leute Viversum und sonstige Tarot, Call, Vorhersagen, Lines täglich anrufen, um zu wissen, wie es mit ihnen, mit ihrem Leben, mit ihrer Liebe weitergeht? Weißt du, wie viele Leute andere Menschen nach Readings fragen und sagen, sag du mir mal, wie es weitergeht. Sag du mir mal, wo mein Weg ist. Sag du mir doch mal, ob mein Partner mich liebt. Sag du mir doch mal, ob die Beziehung Sinn hat. Sag du mir doch mal, was mein Sinn des Lebens ist. Und so weiter und so fort. So viele Menschen wollen so gerne wissen, wie ihre Zukunft aussieht. So viele Menschen wollen Sicherheit von einem anderen Menschen bekommen darüber, wie es bei ihnen im Leben weitergeht. Jetzt ist Hochkonjunktur auf diesen Lines. Hochkonjunktur. Die Menschen rufen an und fragen, was kommt im 2021 auf mich zu? Was ist 2021 für mich? 2021, wie läuft es mit meinem Business? Wie läuft es mit meiner Liebe? Keine Ahnung, diese ganzen Fragen. Werde ich schwanger? Alle diese Dinge wollen wir immer wissen. Und stell dir mal vor, genauso wie in meinem Beispiel vorher, jemand sagt dir tatsächlich, wie diese Dinge sich entwickeln. Genauso wie im 2019 dir jemand erzählt hätte, wie dein 2020 abläuft. Woran liegt's? Ob diese Dinge für dich, die dir vorhergesagt worden sind, eintreten oder nicht? Einzig und allein daran, was du für dich als Realität erkennst. So, und jetzt kannst du sagen, ja gut, aber ich hätte in 2019, hätte ich Corona und dieses ganze Zeug für mich mit Sicherheit nicht als Realität erkannt. Auch diese wahnsinnig guten Dinge, die vorher auch von euch geschrieben worden sind, abnehmen, Ausbildung beenden und so weiter, das hätte ich im 2019 nicht für möglich gehalten. Und es ist dennoch gekommen. Woran liegt das? Es liegt einzig und allein an dir selber. Es liegt einzig und allein an dir, wer du jeden Moment für dich bist. Und dein Sein allein, dein Sein allein entscheidet darüber, was für dich möglich ist, was für dich geschieht, was für dich passiert. Ich hatte einen unbewussten Plan. So kann man es sagen. Du hast Wünsche und Träume in dir,
dessen du dir nicht bewusst bist, die du nicht an die Oberfläche lässt, die du dir nicht eingestehst, weil sie mit dem Stempel versehen sind, das ist doch nicht möglich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber zum Beispiel einen unbewussten Traum, einen Traum zu haben, wirklich einen schlanken Körper zu haben, wenn der nicht da ist. Dieser Wunsch ist da. Aber wer lässt diesen Wunsch nach oben kommen, wenn er nicht glaubt, dass dieser Wunsch sich realisieren kann? Die meisten Menschen ticken doch so, dass sie sagen, ich bin okay so mit meinem Körper, das ist halt jetzt so, ich wüsste nicht, wie ich es ändern kann, da finde ich mich jetzt damit ab, da werde ich jetzt glücklich damit und ich soll mich doch so annehmen und lieben, wie ich bin. Also ist es okay, mit diesem Körper, mit diesen Kilos bin ich okay und ich bin ja nicht überfett und so weiter. Aber das heißt nicht, dass nicht dieser Traum und dieser Wunsch da ist, mit einem super schlanken, vitalen, sexy Körper zum Beispiel durchs Leben zu laufen. Und der Wunsch ist bei dir, der ist da. Und dieser Wunsch will an die Oberfläche poppen. Dieser Wunsch, der will verwirklicht werden, der will umgesetzt werden. Und du lässt ihm vielleicht so eine kleine Chance, dass es sich umsetzt, weil du dir nicht vorstellen kannst, weil du dieses Wie, weil du nicht weißt, wie es dazu kommen kann. Hat dieser Wunsch keinen Platz, sich zu entfalten und größer zu werden, aber das heißt nicht, dass er nicht da ist, der ist da. Und wenn er sich dann irgendwann mal durchdrücken kann und irgendwann mal so viel Platz bekommt, aus welchem Grund auch immer, dass er in greifbarer Nähe zu kommen scheint, dann macht er sich dick, dann macht er sich fett, dann macht er sich breit, dann fängt er an zu dominieren und dann will er realisiert werden. Was heißt es für dich? Du hast so viele Wünsche in dir. So viele kleine Samen, Wünsche, Träume sind in dir, in deinem Herzen, die du aber nicht größer werden lässt, weil du dir nicht vorstellen kannst, wie es sein kann. Weil du dieses Wie nicht weißt. Vorstellungskraft hegen und pflegen und stärken ist die Lösung, auf jeden Fall. Weil du das Wie ja nicht wissen musst. Du siehst ja, vorher haben wir darüber geredet, wie viele Wünsche, wie viele Sachen haben sich für dich realisiert, von denen du nicht wusstest, dass sie überhaupt erstens mal in dir existieren und von denen du nicht wusstest, dass sie realisiert werden können. Und nichtsdestotrotz haben sich viele Dinge realisiert. Und die Dinge, die sich im Positiven für dich realisiert haben, die sind deine Herzenswünsche gewesen und da sind noch ganz viel mehr drin. Und ob jetzt da Corona war oder nicht, ob jetzt dieser Umstand des Coronas da war oder nicht, wenn du ganz ehrlich bist, hat es keinen Einfluss darauf gehabt, dass sich deine Herzenswünsche eröffnen konnten oder nicht. Sondern der einzige Einfluss, ob das möglich war, dass sie sich diese Herzenswünsche für dich realisieren konnten oder nicht, warst du selber. Du selber, was du wolltest, wie stark du zugelassen hast, dass deine Wünsche sich realisieren und umsetzen, wie viel du aus dem Weg gegangen bist, wie viel Leidenschaft du in deine Wünsche und Träume und Ziele reingesetzt hast, wie viel Commitment du an den Tag gelegt hast, um deine Dinge zum Blühen, Erblühen, um deine Samen erblühen hast zu lassen, daran liegt es. Und wenn du ganz ehrlich bist, hat kein äußerer Umstand irgendeinen Einfluss darauf gehabt. Und darauf will ich hinaus, dass du dich niemals mehr von irgendeinem äußeren Umstand,
von deinen Zielen und von deinen Wünschen und von deinen Träumen im Innen abbringen lässt und dass du weißt, dass die Dinge zu dir kommen können, dass sie sich alles, deine Wünsche, deine Träume, deine Ziele können sich für dich realisieren, ohne dass du wissen musst, wie es gehen kann. Und wenn du ganz ehrlich jetzt bist, wenn du hier zuhörst, du wusstest nicht, dass du das willst, was du bekommen hast, und du wusstest nicht mal ganz klar, dass es sich umsetzen lässt. Und da solltest du niemals vergessen, dass sich Wünsche und Träume von dir umgesetzt haben, von denen du nicht mal bewusst wusstest, dass sie da sind und von denen du nicht mal wusstest, wie du sie umsetzen sollst. Sie sind hochgekommen, du hast sie zugelassen, du hast deine Wünsche und Träume auf die eine oder andere Art erlaubt, da zu sein. Und du hast aufgehört, dagegen zu arbeiten, dagegen zu stehen und du hast sie einfach entstehen lassen. Sie sind von selber entstanden und das Einzige, was du getan hast, ist, du bist aus dem Weg gegangen. Für mich war Corona ein weiterer Impuls, meinen Herzenswunsch zu erreichen. Alles, was ich getan habe, hätte ich natürlich auch ohne Corona tun können. Genau, es ist einfach in eine andere Perspektive geraten. Corona hat vielen von uns eine andere Perspektive erlaubt, respektive wir haben uns dank Corona andere Perspektiven erlaubt. Andere Denkweisen, andere Ansichten und ganz, ganz vielen Leuten ist klar geworden, dass sich alles von heute auf nachher, von jetzt auf nachher, von einem Moment zum anderen plötzlich verändern kann, im Außen. Dass im Außen Dinge, dass das Außen nicht so sicher ist, wie es scheint, ja? Dass wir die Illusion von der Sicherheit des Außens verlieren und loslassen konnten und uns davon nicht mehr abhängig gemacht haben, weil wir wussten, weil wir gelernt haben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, bewusst die Erfahrung gemacht haben, dass sich im Außen von jetzt auf nachher einen Umstand ergeben kann, auf den wir keinen Einfluss haben. Und Corona hat uns gezeigt, worauf wir wirklich Einfluss haben. Auf das, was wir glauben, was wir denken, was wir fühlen, wovon wir überzeugt sind. Und es ist für mich ohne Zweifel, dass durch diese Corona-Geschichte ganz viele Menschen diese Erkenntnisse bekommen haben, die sie vielleicht nicht bekommen hätten so schnell. Das stimmt zu 100%. Das sind Wunder, die keine sind, sondern Schöpferinnen sein in mir. Absolut. Und das Allerwichtigste daran ist eben zu erkennen, dass ein äußerer Umstand nur die Kraft und die Macht auf mich hat, die ich ihm gebe. Ich bin die operierende Kraft in meinem Universum. Und das sind eben diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen, die mir entweder im Wege stehen, weil ich nicht glaube, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass für mich Corona schädlich ist. Oder weil ich glaube und überzeugt bin, dass Corona mir nicht anhaben kann. In einer Form auch immer, sei es überhaupt gesundheitlich oder sei es businessmäßig oder sei es familymäßig. Ich entscheide. Ich alleine entscheide. Und es ist so ganz, ganz schwierig, gegen den Strom zu entscheiden, wenn der Strom jetzt entschieden hat, dass hier ein riesengroßes Drama abläuft und dass es allen Menschen schadet, auf die gesundheitliche, wirtschaftliche oder was auch immer psychische Ebene, dass es schadenbringend ist. Und ich sitze hier und sage, nein, in meinem Universum bringt es mir keinen Schaden. In meinem Universum entscheide immer noch ich,
was mit mir passiert, was mit meiner Gesundheit passiert, was mit meinen Finanzen passiert, was mit meinen Beziehungen passiert und vor allem, was hier mental abgeht. Das entscheide ich und ich erlaube mir, für meine Träume zu gehen, für meine Träume zu denken, für meine Träume zu fühlen, für meine Träume zu handeln, für mein Traumleben. Auch wenn alle anderen vom Gegenteil überzeugt sind. Auch wenn der große Strom jetzt in die Misere, in die Abhängigkeit, in die Krankheit, in die Pleite, in die Zerstörung geht, mental mit ihrer Vorstellungskraft, mit ihren Vorstellungen, erlaube ich mir in meinem Universum in die schönste, beste Richtung zu laufen, die ich mir im Moment nur vorstellen kann. Und ich weiß, dass ich mir noch besser und noch größer und noch schöner vorstellen kann. Und dass es genau das ist, was schafft, erschöpft und was kreiert. Und da ist deine Power und dein Mut ist gefragt, für dich zu gehen, während alle anderen gegen sich gehen. Für dich zu gehen, für deine Herzenswünsche, für deine Liebe, für deine Begeisterung, da zu sein. Und da zu sein und dich einzusetzen, heißt, dass deine Wünsche und Träume nicht getrennt von dir sein dürfen, sondern dass du sie hier und jetzt schon lebst. Während andere die Überzeugung haben, dass jetzt nicht der Moment ist, die anderen die Überzeugung haben, dass sie sich irgendwie schützen müssen, die andere die Überzeugung haben, dass die Welt jetzt den Bach runtergeht, kannst du hier sein, kannst deinen Zustand, deine Schwingung, deinen Mindset, dein Bewusstsein dahin ausrichten auf deine Wünsche und Träume. Und das ist der Mut, den du brauchst, gegen den Strom zu schwimmen und in deine Richtung zu schwimmen und dorthin zu gehen, wo du weißt, wo es sich ganz, ganz klasse anfühlt. Während andere dorthin gehen, wo sie leiden, wo es für sie schrecklich ist, dass du dir erlaubst, diejenige zu sein, die die neue Richtung vorgibt. Dass du diejenige bist, die Visionärin, die weiß, wo die guten Dinge sind. Weil sie weiß, sie entstehen aus dir und in dir. Und das darfst du nie vergessen, das darfst du nie vergessen, dass es nichts, aber auch rein gar nichts in deiner Welt geben kann, was du nicht hineinlässt, was du nicht einlädst in deine Welt. Und die Einsamkeit ist auch nur eine Illusion, weil wenn du kompromisslos dort bist, wo du sein willst, das sind andere auch. Das sind vielleicht nicht so viele, wie dort, wo die Angst und die Sorge und das Lamentieren und das Opfertum herrscht. Aber das sind auch welche. Und das sind Menschen, die du dir vorstellen kannst, die gibt es. Die gibt es auch für dich. Aber wenn du immer nur schaust, wo diese Menschen, die du dir vorstellst, nicht sind, dann bist du einsam. Dann bist du alleine und dann kommst du dir ausgeschlossen und alienated vor und dann gehst du vielleicht in ein Psychic Reading und sagst, wieso liebt mich keiner? Wo ist die Liebe meines Lebens? Wo ist mein Job? Wo ist mein Geld? Kommt mein Geld noch zu mir? Kommt mein Seelenpartner noch? Ja? Und ich sag dir eins, das Thema heute ist Psychic Readings. Und was das machen kann, ist, ich kann dir in diesem jetzigen Moment ganz klar sagen, was du für dich möglich hältst. Wo du gerade stehst mit deinem Mindset, mit deinen Vorstellungen, ich kann dir in einem Psychic Reading sagen, was du für dich im Moment für möglich erhältst und was du für dich im Moment für unmöglich hältst.
Und wenn du mich fragst, wo ist die Liebe meines Lebens, dann weiß ich, dass du die Liebe deines Lebens nicht bei dir hast. Dass du dich nicht mit ihr verbunden hast, dass du nicht glaubst, dass sie für dich möglich ist, dass du nur hoffst, aber dass du mit der Abwesenheit der Liebe deines Lebens in deiner Realität verbunden bist, dass du für dich eine Definition gefunden hast, dass die Liebe deines Lebens für dich in diesem Moment nicht existiert. Das ist deine Energie, das ist deine Vorstellung. Das ist dein Universum. Du lebst in deiner Welt. Wenn du mich so eine Frage, wenn du mir so eine Frage stellst, lebst du in einer Welt, wo die Liebe deines Lebens abwesend ist. Wenn du mich fragst, wo kommt mein Geld? Kriege ich viel Geld? Wird 2021 für mich ein Cash-Jahr? Wo ist das Geld? Dann weiß ich, dass du dort stehst, wo das Geld abwesend ist. Wenn ich dir sage, ja, 2021 wird für dich das absolut goldene Geldjahr, dann passieren folgende Dinge. Wenn du dir diese Schwingung erlaubst, dass 2021 für dich ein grandioses Geldjahr ist, wenn du diese Vorstellung, wenn ich dir sage, 2021 wird für dich das finanziell erfolgreichste Jahr, das du jemals hattest. Wenn du dich darauf einlässt, auf diese Wahrheit, mit mir in diese Realität zu gehen, die ich für dich kreieren möchte und sehen möchte und du mitkommst und dort bleibst, dann wird 2021 für dich ein grandios finanzielles Jahr. Nur was passiert denn? Wir sprechen miteinander. Ich hole dich in die Realität, wo 2021 für dich ein grandios finanzielles Jahr wird. Du bist mit mir da. Du sagst, yes. Die hat recht. Ich habe mit ihr zusammen meine grandiose 2021 Zukunft gesehen und gechannelt. Sie hat es für mich gechannelt. Sie hat mir Downloads gegeben. Ich habe dir keinen verdammten Download gegeben, weil für dich ist jede Realität möglich. Ich kann dir jede Realität downloaden, wenn du möchtest. Ich kann dir helfen, in deine Ziele und Wünsche, in die Schwingung, in die Vorstellung, in dein Mindset, in die emotionale Welt deiner Wünsche und Träume einzusteigen, weil ich dorthin gehen kann für dich, weil ich keine Blockaden, keine Vorstellungen habe, warum es nicht gehen sollte. Also gehe ich für dich dorthin in deinen Ziel, in deinen Wunsch und in deinen Traum und nehme dich mit in diese Realität. Nur ist es halt leider meistens so, dass du da vielleicht einen Tag, einen halben Tag, eine Woche dort bleibst, weil du dich nicht ablenken lässt von deinen Ängsten, von dem, was in außen passiert, von dem, was sonst noch alles los ist, was dir eingetrichtert wird. Je nachdem, inwieweit du dich da einlässt drauf, beeindrucken lässt, beeinflussen lässt von den Dingen, die gegen deine Wünsche und Träume sprechen, so lange bleibst du mit mir in deiner Traumrealität. Und wenn du das halten kannst, alleine, dann gehst du, dann marschierst du dorthin, wo du hin willst. Aber meistens passiert es eben, dass dich das Außen wieder einsaugt. Du anfängst zu denken, ja, war ja ganz nett, als die mir das Reading, das Channeling, was auch immer gegeben hat. Aber ich glaube es nicht mehr. Ich glaube es nicht mehr, weil es hat sich das gezeigt. Es hat sich das gezeigt. Ich habe eine riesengroße Rechnung bekommen, die ich überhaupt nicht weiß, wie ich bezahlen soll. Ich habe keine Umsätze gemacht. Das alles spricht gegen dieses Reading. Weißt du, was dann passiert? Ob es ein Reading ist oder ein Coaching. Du fängst wieder von vorne an. Du hast investiert Geld und Zeit in eine Realität, aus der du wieder ausgestiegen bist. Zurück zu los, du fängst wieder von vorne an.
Du rufst wieder bei einer Laien an. Du bist wieder kurz online, Richtung deine Ziele und Wünsche und Träume. Irgendwas im Außen passiert und du bist wieder offline. Und zurück in die alte Scheiße, zurück in die alte Misere. Weißt du, wie viele Millionen und Abermillionen oder wahrscheinlich Milliarden weltweit auf solchen Lines, astrologische Readings, Tarot-Readings, überhaupt mediale Channelings, Downloads und so weiter und so fort für dich gemacht werden. Und es ist alles ganz klasse und es erhebt dich ganz kurz. Aber nachher bist du wieder da, wo du vorher warst. Weil das Universum einfach nur auf dich reagiert. Immer nur auf dich. Deine Schöpferkraft ist das Einzige, was kreiert. Du bist das einzige Wesen, das kreiert in deiner Realität. Andere können dir helfen, eine Realität zu kreieren und erschaffen, die du aber selber weitertragen musst. Und wenn du das nicht tust, dann wird sich das im Außen, Outsourcing von deiner Kernkompetenz, das kannst du eben leider, ja, du kannst es outsourcen, ja. Es kann dir einer immer wieder helfen, online zu bleiben. Wenn du es outsourcen möchtest, dann brauchst du aber immer diesen Strick und das nennen wir deutlich Abhängigkeit. Oder du kannst dir einen holen, der dir hilft, es selber zu lernen und es selber dir beizubringen, deinem Verstand beizubringen, wie du kreierst und wie du erschaffst. Ja, es muss ins Unterbewusstsein rein. Aber wenn dein Bewusstsein immer wieder andere Dinge ins Unterbewusstsein bringt, dann ist halt dein Unterbewusstsein dein Bewusstsein. Das ist kein Unterschied. Das sagt übrigens Esther Hicks auch. Was redest du die ganze Zeit von Ober- und Unterbewusstsein? Ich weiß, das ist ein riesengroßes Teaching auch bei Bob Proctor. Aber letztendlich führt dein Bewusstsein. Es führen deine Gedanken, es führen deine Vorstellungen und da ist nichts ober und da ist nichts unter. Da ist vielleicht schon ein gewisser Automatismus, wo dir nicht mehr schwer fällt, dass du das denkst, ja, das mache ich jetzt unterbewusst richtig, aber es ist nichts anderes auf dieser Welt, was dich führt und es ist deine Vorstellungskraft. Das, was du glaubst, was du denkst, was du fühlst, was du für möglich erachtest, was du zulässt, das ist deine Power. So cool, ich darf dranbleiben, nicht und nicht mehr weniger. Ist doch eigentlich machbar. Danke für deine Sichtweise und dein ständiges Erinnern. Es ist machbar. Wenn wir uns eben angewöhnen, viele Dinge angewöhnen oder viele Dinge abgewöhnen, die wir uns früher angewöhnt haben. Eins dieser Dinge ist zum Beispiel dieses ständige sich vergleichen. Dieses ständige zu schauen, wie macht es jemand anders? Was macht jemand anders? Dieses ständige zu schauen, bin ich gleich gut, bin ich besser, sollte ich es besser machen? Wenn ich dir jetzt sage, dass das egal ist, dass es nicht darum geht, was tatsächlich gemacht wird, sondern es geht darum, mit welcher Vorstellung es gemacht wird. Und das weißt du nicht. Wenn du zum Beispiel schaust, wie ein anderer sein Business aufbaut, was der macht, du schaust und analysierst, was macht er für Postings, was macht er für Werbung, was macht er für Angebote, was macht er für Preise. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, was hat ihn, was für eine Welt lebt er? Was für eine Welt hat der oder die für sich kreiert? In welcher Welt lebt der oder die und glaubt, an welche Möglichkeiten, an welche Funktionsweisen glaubt der oder die?
Was für Überzeugungen hat der oder die? Und das siehst du nicht, wenn du analysierst, was da gepostet wird, was da angeboten wird, was da gemacht und gesagt wird. Das siehst du nicht. Aber du kannst die Energie dieser Person lesen. Und das gibt dir Aufschluss. Das ist ein Reading. Wenn du eine erfolgreiche Person energetisch liest, dann kannst du dir vorstellen, was diese Person wirklich glaubt, denkt und fühlt. Und nicht, was die Person dir vormacht oder was die Person dir zeigt oder was für Bilder die postet oder was weiß ich nicht was, sondern wenn du da reingehst in die Energie einer Person, dann weißt du, in was für einer Welt, in was für ein Universum der Möglichkeiten diese Person lebt. Und dann kannst du dir einigermaßen vorstellen, welches, was für ein Bewusstsein man haben darf. Aber auch dieses Bewusstsein, das du von einem anderen rausliest, muss nicht deins sein. Du kannst es immer größer machen. Du kannst es immer besser machen. Du kannst immer mehr ausdehnen. Du kannst immer größer denken. Du kannst dir immer mehr vorstellen. Es ist nie zu Ende und es geht immer weiter. Und wir sind dafür da, dass wir eben genau diese Großartigkeit und diese Größe lernen, uns vorzustellen, für uns selber zu leben und umzusetzen und anderen die Möglichkeit geben, unser großes Bewusstsein zu channeln. Weil jeder ist ja nur sein Bewusstsein, sein Universum, sein Leben und sich das so großartig auszudenken für sich selber. Das ist dein Job. Und es geht wirklich darum, dass du Wege für dich findest, dass du Hilfe und Unterstützung, Inspiration für dich findest, die dich dorthin bringen, wo du sein möchtest. Und die dir erstmal erlauben, dir herauszufinden für dich, wie großartig du eigentlich leben und denken möchtest. Weil du ja so klein konditioniert bist in dem beschränkten Universum der beschränkten Möglichkeiten. Vielleicht brauchst du jemanden, der dir hilft, aus diesen Beschränkungen rauszukommen und in das Universum und in die unbeschränkten Möglichkeiten einzutreten und dort mal zu schnuppern die Luft und dort mal zu leben, dich dort mal hin zu inspirieren. Und das ist genau das, was Coaching dir bringt. Das ist genau das, was Mentorship, richtiges Mentorship dir bringt. Dass ich für dich sehe, was du wirklich willst, für dich den Weg dir zeige, diejenige zu sein, die ein Bewusstsein hat, das so groß ist, dass dort all ihre Wünsche und Träume Platz haben. Und das mache ich so lange mit dir, bis du selber dort stehst und sagst, da kann mich jetzt keiner rausbringen aus dieser Welt, aus diesem Bewusstsein, aus diesen schönen Gefühlen, aus all dieser Liebe und aus der Begeisterung, da bleibe ich. Und wenn im Außen die Welt untergeht, ich bleibe dort, wo es schön ist. Ich bleibe dort, wo meine Wünsche und wo meine Träume sind. Und wenn ich mal rausrutsche aus diesem Bewusstsein und in irgendein Drama-Bewusstsein einrutsche, dann macht mir das aber nichts. Weil es mir nur zeigt, dass ich rausgerutscht bin. Und dass es mir nur zeigt, dass ich da nicht sein will. Und wenn ich alle Tools habe, um diese Bewusstseinszustände, diese Welt für mich zu verändern, dann weiß ich, wie ich aus dem Loch oder aus diesem niedrigeren, nicht erwünschten Bewusstsein rausspringe und wieder dorthin gehe, wo ich sein möchte. Und ich mache kein Drama draus, ich mache keine Schuld draus, ich mache keine Opferrolle draus, ich verurteile mich nicht, ich beurteile mich nicht, sondern ich sage nur, upsi, das war dann aber mal unangenehm. Da will ich nicht bleiben. Upsi, ich gehe wieder dahin zurück und ich gehe wieder auf meinen Weg und ich gehe wieder in mein Bewusstsein, das von Liebe getragen wird, das von Begeisterung getragen wird. Und das ist meine Message für dich, fürs 2021.
Schaffe dir deinen Bewusstseinsraum, schaffe dir deine Träume. Kontrolliere deinen Verstand. Kontrolliere deine Überzeugungen, kontrolliere das, was du dir vorstellen kannst. Eröffne dir mehr und mehr und Größeres täglich, wenn es nicht nur sogar jeden Moment ist. Und das ist genau das, was passiert, wenn du in ein Coaching gehst. Insbesondere, wenn du in eine Coaching-Gruppe gehst. Dann passieren genau diese Dinge. Es verändert dein Bewusstsein, es verändert deine Möglichkeiten, es verändert dein Sein, es verändert dein Selbstkonzept. Du kommst genau dorthin, wofür du gedacht bist, nämlich um großartig zu sein, um glücklich zu sein, um gesund zu sein, um frei zu sein, um die Welt zu erobern mit allen Möglichkeiten in Liebe, um die Welt in Liebe zu erobern, um der Welt Liebe zu schenken und um Liebe aus der Welt heraus zu generieren, in welcher Form auch immer. Und Geld darf übrigens auch Liebe sein. Reichtum darf Liebe sein. Reichtum darf ein Zeichen dafür sein, dass du in Liebe kreierst. Das ist neuer Mindset. Das ist nicht das, was du von Geburt an mitkriegst. Das Zeug, was du von Geburt an mitkriegst, was uns klein und mickrig hält, das ist alte Welt, alte Welt. Das sind Lügen, das sind Verblendungen gewesen, die dir nicht erlaubt haben zu wissen, wer du bist als Schöpfer, als göttliches, liebendes Wesen, als liebende, göttliche Intelligenz. Weil die ist nicht da draußen. Du bist sie und du lebst sie und du bringst sie in die Welt. Aus dir entsteht die Welt aus liebender, göttlicher Intelligenz. Du musst nicht warten, bis es zu dir kommt, bis du erhört bist, bis du erlöst bist, sondern es ist schon in dir immer, immer, immer. Nur bedarf es des Bewusstseins, dass es so ist und es darf für dich angenommen werden. So wertvoll, danke für deine Impulse und deine Unterstützung. Bei mir hat es gewirkt. Du und deine Gruppen sind der Hammer. I love it, sollte jeder weitermachen. Ganz herzlichen Dank. Und ihr seht auch hier, auch ich, mein Bewusstsein erweitert sich. Und mein Bewusstsein für 2021 hat sich dahin erweitert, dass ich genau diese Menschen weiter bestärken will, anderen Menschen zu helfen in diesem Bewusstsein. Wegweiser zu sein, klar zu sein, dazustehen, den Menschen zu sagen, wer sie wirklich sind und ihnen zu helfen, dieses ganze Potenzial aus dem wahren Sein auf die Straße zu bringen, in das 3D-Leben rauszuhämmern und für uns alle ersichtlich machen, was Grandioses aus unserem Bewusstsein kommen kann. Und ihr könnt euch darauf freuen, ihr könnt auf euch darauf freuen, auf, weiß ich nicht, wann sie startet, nochmal eine Gruppe Divine Money. Ihr könnt euch sicher auf eine Business-Begleitung freuen für euch persönlich. Ihr könnt dieses Divine Business auch buchen. Aber was es neu geben wird, es wird Sessions geben von Menschen, Frauen, die jetzt bei mir die Ausbildung zum Master of Divine Creation machen und die dann zur Verfügung stehen für einzelne Single Sessions als Einstieg. Für die Menschen, die sich noch nicht trauen oder die sie noch nicht können oder die, denen das noch alles suspekt ist, dass die da mal in einzelne Sessions reinschnuppern können für dieses Denken, für diese Vorstellungskraft. Und wir sind alle Master of Divine Creation. Wir sind alle diese Master. Aber was nützt dir der Master, wenn er sich zu Hause versteckt? Oh, ich bin so dankbar, dass ich bei dir gelandet bin nach so vielen Ausbildungen. Das ist eben das, oder? Du machst ganz, ganz viele Ausbildungen und du glaubst, du bist doch immer jemand, der in Ausbildung ist. Aber wenn du nicht weißt, dass du jemand bist, der jetzt da ist, das Vorbild zu sein, dann wirst du immer glauben, du musst mehr Ausbildungen machen.
die Gruppencoaches sind für mich so bewusstseinserweiternd und ich erkenne mich über die anderen. Das ist so viel einfacher als im Alleingang. Das ist so. Und es öffnet so das Herz für sich selber, wenn du das Herz für die anderen, für die anderen Perspektiven, ja, die anderen, was sind denn schon die anderen? Die anderen sind Perspektiven. Und wenn du aufhörst, Perspektiven zu verdammen, sondern Perspektiven für dich als Geschenk zu nehmen und zu wissen, dass du jede Perspektive untersuchen kannst, ob sie für dich gewinnbringend, zielführend ist und wenn das nicht so ist, wie du es wie für dich und für die anderen ändern kannst. Das ist das Geschenk, das ist Schöpfung, das ist das, was wir tun können. Wir holen die Perspektiven, die sich vielleicht auch nicht so toll anfühlen. Wir schauen sie uns an, wir überprüfen sie, wir tweaken sie und wir folgen dieser neu veränderten Perspektive. Und die andere, die uns nicht dorthin führt, wo wir sein wollen, lassen wir zurück. Und das ist für mich die absolute Wahrheit, was ich euch in diesem Video gezeigt habe. Es gibt so viele Tools, es gibt so viele Möglichkeiten, an sich zuerst zu arbeiten. Und es gibt keinen Coach, es gibt keinen Therapeuten, es gibt niemanden, der sich erlauben kann, einfach nur etwas Gelerntes, eine Ausbildung, eine Theorie daher zu quatschen, ohne sie selber vorzuleben, ohne für sich selber die Person zu sein, die ganz fest weiß, wer ich bin, was ich will, was ich in diesem Leben bewirken will, was ich erwirken will im Außen, was ich erkreieren will. Und diese Leute, wie ihr, die ihr auch jetzt hier zuschaut, die bereit sind, kompromisslos in ihre Schöpferkraft, in ihr Schöpferdasein zu gehen, die müssen jetzt nach vorne treten, im 2021 sich zeigen, ihre Wahrheit sprechen, kreieren, was das Zeug hält, aus Herzen und aus der Liebe, sodass wir so einen riesengroßen energetischen Effekt erzeugen, dass das Außen, das dem entgegensteht, dieser Energie, so winzig, winzig, winzig wird. Und dass dann quasi wie ein Sog entsteht für alle Bewusstseinsebenen, Seelen, nenn es wie du möchtest, Menschen, dass die transformiert werden. Durch diese große, große Wahrheit, diese große, wahre Energie des Göttlichen, der göttlichen Schöpferkraft, der göttlichen Liebe, sodass Drama von niemandem mehr kreiert werden muss. Das ist meine riesengroße Vision. Dafür stehe ich für 2021 und darüber hinaus. Ich werde Menschen Möglichkeiten, Gruppen, Coachings, alles Mögliche ermöglichen, damit das in unser menschliches Bewusstsein oder nenne es auch Ego, dass dieses menschliche Ego sich mehr und mehr dem göttlichen Verstand, dem göttlichen Ego, ja, wenn du willst, ja, sag, es gibt ein göttliches Ego, gibt ein göttliches Denken, es gibt ein göttliches Mindset, es gibt dieses wahre Schöpfer-Mindset. Und hier zu dominieren, während gleichzeitig noch ein kleines Ego, ein Menschenego auf dieser Welt auch noch existiert. Damit erreichen wir den Shift, damit erreichen wir die Transformation, damit shiften wir die Welt. Aber es fängt hier an, weil alles ist in dir, deine Welt, dein Universum. Du machst alles, wie es dir gefällt. Konkret habe ich folgende Angebote für euch. Fangen mal ganz klein an, 99 Euro, nächsten Montag nochmal die letzte Mini-Mastermind-Session. Du kannst die anderen zwei auch noch kaufen, die erste und die zweite. Genau, ja, du bist wundervoll und ich auch, genau. Das ist eigentlich der Satz, der immer stimmt, du bist wundervoll und ich auch. Das kannst du zu jedem fühlen, denken, sagen, ob es je nachdem wie angebracht ist. Also 99 Euro.
Wenn du mal wissen willst, wie das geht, wie das shiftet, wie das transformiert in so einer Mini-Mastermind-Session. Wenn du in einem Programm bei mir bist, dann hast du doppelte, dreifache Power. Dann hast du natürlich noch mehr Betreuung, je nachdem, was du für dich auswählst. Und es ist einfach das Allerwichtigste, dass du dran bleibst, dass du nicht einfach irgendwann mal was machst und dann wieder zurückfällst, sondern dass du dich immer weiter vorwärts drückst und ziehen lässt und begibst, egal mit welchen Hilfsmitteln. Und dass du weiter wächst und dass du dich weiter ausdehnst. Deswegen gibt es auch neu bei mir ein Halbjahresprogramm und sogar ein Ganzjahresprogramm, weil die Menschen, die jetzt diese richtigen Transformationen erleben, die sind ein Jahr und länger dran. Die lassen sich ein Jahr und länger begleiten. Weil nochmal, Ausbildung, 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 Theorie, 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 das ist das eine. Was du bei mir lernst, ist, wie lebe ich das Zeug? Wie lebe ich das im Alltag? Wie setze ich das um? Wer bin ich, wenn ich das umsetze? Und nicht, wer bist du, wenn du es gelernt hast? Sondern bei mir lernst du, wer bist du? Was machst du? Wie lebst du? Wie siehst du die Welt? Wie gehst du raus? Wie präsentierst du? Wenn du es bist, das ist ein gravierender Unterschied. Ob du jemand bist, der lernen, lernen, lernen muss, oder ob du jemand bist, der zeigt und vorlebt und demonstriert und vorangeht. Und diese zweite Kategorie ist jetzt gefragt, weil Ausbildung machen und lernen, lernen, sich weiterbilden, das trauen sich ganz, ganz viele. Aber jetzt braucht es Leute, die sich zeigen und sagen, hier bin ich. Ich bin nicht perfekt, ich weiß aber, wie es geht. In den meisten Fällen ist mir klar, um was es sich handelt, was ich hier verändern muss in mir, wie ich das verändern kann, welche Tools einzusetzen sind, damit ich das vorlebe, was ich mir vorstelle für mich, für mein Leben und für die anderen und für die Welt. Diese Kategorie von Leuten braucht es jetzt. Und deswegen muss jeder, der sich da berufen fühlt, die Entscheidung treffen, aus diesem Versteck, aus seinem Versteck, aus seiner Kleinheit, aus seiner Verborgenheit aufzutreten und zu sagen, hallo Welt, hier bin ich und ich schöpfe jetzt aus Herzen und aus der Liebe und ich zeige dir, wie es geht. Ich zeige dir, wie es geht. Ich zeige dir, wie ich es mache. Du kannst deinen eigenen individuellen Weg finden, wie du es machst. Aber verdammt nochmal, komm raus aus deinem Schneckenhaus. Komm raus, komm raus, komm raus. Und das ist für mich auch nochmal 2021. Du kommst raus, du wirst größer, du wirst größer. Du findest die Ecke, wo du anstehst und durchbrichst sie und wirst noch größer und noch größer und noch größer. Und du gehst quasi suchen. Du sagst, wo sind meine Bremsen? Wo ist mein Ende gerade? Wo ist mein Universum gerade zu Ende? Und du gehst genau dorthin, wo dein Universum zu Ende ist und du sagst, ich weiß aber, dass es da noch weitergeht. Und du gehst weiter ins Unbekannte und eröffnest dir wieder neue Sphären. Und du suchst wieder das Ende deines Universums. Du suchst wieder dort, wo es für dich aufhört. Du suchst wieder das, was du dir nicht vorstellen kannst. Und du gehst wieder einen Schritt weiter und du dehnst dich permanent aus. Weil du bist ja ein unendliches Wesen. Warum solltest du dich so klein halten? Bloß weil es der Mindset der Masse ist. Das ist so wichtig. Du fühlst es, du weißt, ich stehe an, verdammt nochmal, ich weiß, aber da ist mehr. Wo ist das Meer? Wo ist mehr? Und dann gehst du dorthin und fragst nach mehr. Und mehr ist nicht so, wie du kennst. Mehr ist nicht gemütlich, mehr ist nicht bekannt. Mehr ist anders. So tolle Vision, Riesengeschenk an die Menschheit, ja. Also immer dann, wenn du anstehst, machst du eine Party und sagst, shit, jetzt muss ich nach mehr fragen. Mehr ist anders, mehr ist unbekannt, mehr ist neues Potenzial, neue Möglichkeiten, die ich jetzt noch nicht für mich als möglich erachtet habe. Aber ich weiß, ich muss mehr wollen. Weil wenn ich nicht mehr will, dann bleibe ich stehen.
Und dann expandiere ich nicht, dann werde ich nicht größer und dann wird die Welt nicht größer, dann wird das, was mir gefällt, nicht größer, dann wird meine Liebe nicht größer, dann wird meine Begeisterung nicht größer. Ich darf, ich muss, ich soll mehr wollen. Mehr ist nicht gierig, mehr ist nicht too much, mehr ist nicht irgendwie undankbar, sondern mehr ist Expansion. Mehr ist größer werden, Expansion ist Kreation. Und wir sind hier, um dieses Potenzial auszuleben. In aller Liebe, in jedem Mitgefühl, in aller Begeisterung. Weil ich weiß, mein Mehr wollen, mein Mehr werden, mein Mehr sein schadet niemandem. Im Gegenteil. Ja, entwickeln, Geschenk auspacken. Ich weiß, wenn ich größer werde, wenn ich mehr werde, wenn ich mehr Liebe werde, wenn ich mehr Begeisterung werde, wenn ich mehr empfange und wenn ich mehr entwickle und rausbringe, dann ist das mein Job, dann ist es meine Aufgabe und ich darf nicht die Frechheit haben, das zu beurteilen als überschwinglich, zu viel, zu dominant, zu präsent. Und wenn du das im Außen gespiegelt kriegst, dass du too much bist, dass du zu viel bist, dass du zu viel willst, dass du zu gierig bist, dann heißt es nichts anderes, als dass du dir deine Expansion, dein Großwerden selber nicht erlaubst, weil du die Bewertung drauf hast, dass da noch Gier und was auch immer über andere hinweg, auf Kosten von anderen, andere in den Schatten stellen. Das ganze fucking Mindset, was dich daran hindert, größer zu werden, zu expandieren, deine Wünsche und Träume für dich in die Realität zu werden, muss gehen, muss weg, darf gehen, gehört nicht zu dir, ist nicht von dir, sondern es ist an dir. Verstehst du den Unterschied? Der ganze einschränkende Bullshit ist nicht von dir, es ist an dir. Und wenn es an dir ist, dann darf es gehen. Und das ist diese geile Überleitung übrigens zu dem Divine Healing, was die Maria heute Nachmittag um 15 Uhr hier live in der Gruppe macht, wo ihr genau seht, wie mit Hilfe der Modalität Divine Healing dieser Mindset umgesetzt werden kann. Und wenn sich die Energie shiftet, shiftet sich das, was in deinem Bewusstsein ist und das, was an dir ist, geht und was du bist, besteht und wird größer und größer und größer. Weil es ist wunderbar, was du bist. Es ist großartig, du bist göttlich. Du bist aus der Liebe entstanden, du bist aus der schönsten und besten Vorstellung heraus entstanden. Gott ist gleich hierher gebracht worden, um deine Göttlichkeit zu manifestieren und zu demonstrieren. Das ist dein Job. Geh nicht mehr suchen, wie du es letztendlich machst. Unendlich viele Wege. Aber was dein Job ist, was deine Berufung ist, warum du hier gelandet bist, das ist genau das. Und es ist für niemanden anders. Weil wir sind alle eins, wir sind alle gleich, wir sind alle aus Liebe, für Liebe, in Liebe entstanden und wir sind hier zu lernen, was ist das, was es bedeutet. Viel Spaß dabei, kommt unbedingt um 15 Uhr vorbei. Danke für die Erinnerung, sehr, sehr gerne. Habt einen wunderbaren Rutsch. Für diejenigen, die sich für ein Jahresprogramm heute noch interessieren oder ein Halbjahresprogramm, gibt es Möglichkeiten noch Rabatte. Sonst starte auch ich ins 2021 Next Level höher, höher, höher. Weil es so ist, weil es mein Job ist, weil es nicht mein Job ist, dort zu bleiben, wo ich bin, sondern weil es mein Job ist, das Bewusstsein zu erweitern und gleichzeitig das Bewusstsein aller Seelen, aller Menschen mit zu erweitern. In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr euch inspirieren habt lassen. Schön, dass ihr wisst, wer ihr wirklich seid. Schön, dass ihr bereit seid, aus diesem Wissen heraus zu leben, zu schöpfen, zu kreieren, zu lieben, bedingungslos. Ohne eine einzige abschätzige Beurteilung in eurem Leben.
Ah, hallo Sefta. 2021 wird so großartig, wie du es zulässt. Habe heute deine Intentionen für 2021 und weiche nicht davon ab. Und wenn es drunter, ganz tief drunter geht, du weichst nicht davon ab. Du wirst größer und du dehnst dich aus. Und alles, was dem entgegensteht, gehört nicht zu dir und muss gehen. Divine Healing heute von der Maria. Ich freue mich schon riesig drauf. 15 Uhr sehen wir uns wieder hier live oder im Zoom-Link, den die Maria gepostet hat. Ich poste ihn nachher nochmal hier, dass ihr wisst. Könnt direkt in den Zoom-Raum kommen, könnt direkt connecten, könnt danach Fragen stellen, wenn ihr im Zoom-Raum seid. Aber hier wird live gestreamt, einfach die Energiearbeit, die Modalität von Divine Healing. Und das ist auch ein Angebot, das jetzt gleich im Januar startet. Du kannst online die Ausbildung machen zum Master of Divine Healing. Aber das werde ich alles noch zusammenschreiben. Meine Intuition, meine Inspiration, mein Ausdehnen ist gerade mal größer wie mein Tippeln. Aber das macht nichts, ich hole das schon wieder auf. Bis dann. Tschüssi. Danke. Ja, so klares Wissen muss zu allen Menschen. Und ihr helft mir dabei. Tschüssi.